hier, Leben Wrestling. AEW dominiert Ticketverkäufe. All Elite Wrestling liegt derzeit bei den Ticketverkäufen auf vielen Märkten vor WWE. Das geht aus einer Statistik von WrestleTix hervor. So schafft es WWE lediglich, den Markt in St. Louis mit dem Royal Rumble deutlich für sich zu entscheiden. Die Märkte in Minnesota, Georgia, Long Island, Illinois, Indianapolis und Norfolk werden hingegen zum Teil mit doppelt so vielen Ticketverkäufen von AEW dominiert. Dies ist insbesondere deswegen überraschend, da die Tickets von WWE häufig günstiger sind als die der Khan Promotion. Hall of Famer leidet an Krebs. Hacksaw Jim Duggan hat auf Twitter bekannt gegeben, dass er bereits länger an Prostatakrebs leidet und sich einer Operation unterziehen wird. Dies stellt bereits die zweite OP innerhalb kürzester Zeit für Duggan dar, nachdem er sich in der vergangenen Woche aus bislang unbekannten Gründen einer Notoperation unterziehen musste. Weiterer TV-Deal für WOW. Nachdem Women of Wrestling erst kürzlich einen TV-Vertrag mit Viacom CBS geschlossen hat, berichtet Dave Meltzer nun, dass die Promotion einen weiteren TV-Deal an Land gezogen hat. Demnach habe die Promotion sich mit der Sinclair Broadcasting Group, der Muttergesellschaft von Ring of Honor, auf eine Kooperation geeinigt, die im Herbst 2022 starten soll. Joe Koff, seinerseits COO von Ring of Honor, hat in einem Interview mit dem PW Insider betont, dass man überzeugt davon sei, dass sich ROH und WOW gut ergänzen werden. Ring of Honor Bibliothek steht zum Verkauf. Die Videobibliothek von Ring of Honor steht zum Verkauf. Das berichtet Justin Barrasso von Sports Illustrated. Demnach stehe die Bibliothek, die unter anderem auch All In 2019 beinhaltet, bereits seit Beginn der Pandemie zum Verkauf an den Höchstbietenden. Laut Dave Meltzer haben jedoch weder WWE noch AEW oder Impact bislang von dem geplanten Verkauf des Videoarchivs Kenntnis gehabt, weshalb auch keinerlei Angebote abgegeben worden sein sollen. Ex-WWE Superstar feiert AEW-Debüt. Der ehemalige WWE Cruiserweight Champion Tony Nese wird bei der kommenden Ausgabe von AEW Dark sein offizielles Debüt feiern. Das hat die Promotion auf Twitter bekannt gegeben. Nese wird dabei auf Regal Death Soul treffen.